97. 16, 97. Und wenn einer tut, was recht ist, gleich viel, ob männlich oder weiblich, und dabei gläubig ist, werden wir ihn dereinst bestimmt zu einem guten Leben wieder erwecken. Und wir werden ihnen, das heißt denen, die recht schaffen, und dabei gläubig sind, ihren Lohn bestimmt für ihre besten Taten erstatten, ohne ihre schlechten Taten anzurechnen. War man also im letzten Leben ein guter Mensch, sind das die besten Voraussetzungen dafür, dass man im nächsten Leben ein gutes Leben führen kann. Meine Lieben, es ist doch so einfach. Die Gesetze des Kosmos oder auch die Gesetze Allahs sind an und für sich ganz einfach. In einem Satz ist der Koran zu verstehen, zu erklären. Ja, alle Schriften, auch das Buch des Lichts, die Bibel, alle sind in einem einzigen Satz zu erklären. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Oder, wie der Mensch sät, so muss er ernten, Leben für Leben. Man muss diese Bibelworte nur richtig verstehen und auch den Koran richtig lesen. Warum ist all das nicht offenbart? Ja? Jetzt passt auf, meine Lieben, das ist ganz wichtig, liebe Muslime und Christen und so weiter. Für eine Zeit war das Wissen von Karma und Reinkarnation verborgen. Die Meister haben es zugelassen. Ja? Damit die Menschen nicht zu lax werden. Denn man könnte ja sagen, oh, ich habe ja viele Leben Zeit. Jetzt werde ich mal richtig auf den Putz klopfen und dann leide ich halt ein bisschen und dann mache ich weiter. Das bringt so eine lasche Tendenz und Evolution rein. Deshalb haben die Meister das auch zugelassen, dass die Lehre entfernt wurde aus der Bibel und auch aus dem Koran. Aber einiges ist natürlich für jene, die wissen oder wirklich wissen wollen, darin enthalten. Koran und Buch des Lichts stimmen völlig überein. Zum Beispiel in der Planetenkettenlehre, ja? Buch des, und das ist ja dieses hohe Wissen im Koran. Planetenkettenlehre, meine lieben Muslime und Christen und Atheisten auch, egal. Das Buch des Lichts lehrt, dass zum Beispiel unsere Erde eine sichtbare und 6 für uns noch unsichtbare Globen hat. Dass es 7 Himmelsebenen gibt. Wo steht das im Koran? Sure 65, Vers 12. Allah ist es, der 7 Himmel erschuf und von der Erde die gleiche Anzahl. Der Befehl steigt zwischen ihnen herab, auf dass ihr erfahren möget, dass Allah über alle Dinge Macht hat und dass Allahs Wissen alle Dinge umfasst. So ist es, meine Lieben. Das Buch des Lichts lehrt, wenn die Supermonade den Urgrund verlässt und mit der Urmaterie in Berührung kommt, die unerschaffen ist, dann teilt sie diese Materie in Ebenen ein, 7, aber auch 12 und so weiter. Ich habe es ja bereits erwähnt. Man kann es eigentlich, Wiederholung ist der beste Lehrmeister. Also Allah teilt das ein in Ebenen. Warum denn wohl? Für sich? Nein. Für jene, die nach Allah kommen, die diese Wohnungen besetzen, die dort lernen. Durch Leiden? Ja, sicherlich. Schaut doch mal, jetzt kommen sie schon, um uns die Köpfe abzuschneiden. Übrigens auch euch Muslimen braucht ihr nicht zu denken, ja? Wenn ihr nicht wollt wie ISIS, dann kriegt ihr die Köpfe abgeschnitten. Also, all das ist von Übel und wir müssen verstehen, was das eigentlich bedeutet. Also, die Urmaterie, die Welt, wenn man so will, wird eingeteilt in 7 Himmelsebenen, ja. Und damit die nachkommenden Wesenheiten oder Monaden da leben können und lernen und reinkarnieren können, meine Lieben. Der Befehl steigt zwischen ihnen herab. Was ist der Befehl? Es ist die Macht der Supermonade oder Gottes, welche es zustande bringt, Mula Prakriti, die Urmaterie, in diese Ebenen einzuteilen, ja? Wie ein Töpfer sozusagen den Ton formt und dann da ein Topf draus wird oder ein Teller und so weiter. Von daher gesehen ist das Universum schon eine Schöpfung Allahs, wenn ihr so wollt, indem er ja, wie wir hier sehen im Koran, die Welt bereitet, vorbereitet für jene, die dann kommen, um darin zu lernen. Aber wenn es um die Körper und so weiter alles geht,
kann man sehen, dass die Wesenheiten, die schon etwas höher entwickelt sind, es deren karmische Aufgabe ist, dann ihre Beilegungen denen zu geben, die noch nicht so weit sind, damit sie, so wie ein Transformator, stufenweise durch diese Beilegungen lernen können, sich bewusst werden können. Wessen sollen sie sich denn bewusst werden? Na, wir sind Gott. Allah sagt, ihr seid ich. Das will er uns die ganze Zeit sagen. Und was machen sie? Sie knien nieder, das ist ja in Ordnung, und beten zu ihm. Aber dadurch lässt man immer, kann man sagen, ja, da ist jemand vollkommen, ich bin's nicht. Meine Lieben, auf dieser Entschuldigung können wir uns nicht ewig ausruhen. Wenn wir das machen, wird Allah seine Schwingung und seine Macht erheben und uns in Situationen bringen, damit wir endlich verstehen, dass wir Götter im Werden sind. Ja? Und wenn wir hier vom wahren Koran oder Koran sprechen, wie im Buch des Lichts beschrieben und präsentiert und hoffentlich wieder zum Leben erweckt, da wollen wir uns mal mit den Begriffen befassen, meine Lieben. Zum Beispiel Dschihad, ja, oder Dschihad ul-Akbar, Kampf gegen das Ego. Diese Definition habt ihr noch nie gehört. Wollen wir mal sehen, ob das zutrifft. Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Dschihad ist ein arabisches Wort. Ja, das steht für die permanente Auseinandersetzung des Gläubigen mit dem Bösen in der Welt. Und wird bis zum heutigen Tag fälschlicherweise als heiliger Krieg gleichgesetzt. Diese falsche Interpretation führt dann zu Geistesgestörtheiten wie Leute, die anderen die Köpfe abschneiden wollen. Aber was ist mit Dschihad wirklich gemeint? Und liebe radikale Muslime, auch liebe ISIS-Menschen, hört bitte genau zu, damit ihr euch nicht noch tiefer ins Unglück stürzt, als ihr es sowieso schon seid. Wir wollen mal sehen, die Polemik des Abendlandes, ja, ein bisschen zu entkräften, mit einem Vorurteil aufzuräumen. Und das ist ja auch verantwortlich für die schlimme Situation heute. Man hat die islamische Lehre, so lehrt das Buch des Lichts, entstellt. Und zwar, das Äußere hat man so gehalten, aber die wirklichen Inhalte, die hat man verschwiegen. Gänzlich der Bedeutung beraubt sozusagen. Und wenn wir dann, kommt es dazu, dass Dschihad, dieses, ja, richtig übersetzt, Ringen um Gerechtigkeit und Wahrheit, als heiliger Krieg fehlinterpretiert wird. Meine Lieben, Worte haben Macht. Seht ihr das? Nicht Aktionen oder Waffen bestimmen die Welt, Gedanken und Worte. Ja, und so, wenn ich so etwas ändere, plötzlich in heiliger Krieg, ja, dann darf ich ja alles machen. Allah hat mir gesagt, ich soll Leuten die Köpfe abschneiden, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, ja, das mache ich dann. Nicht wahr? Und ich fühle mich da nicht mal schuldig dabei, denn ich komme ja in einen Himmel mit 72 Jungfrauen, deren Jungfernhaut sich ständig schließt nach dem Geschlechtsverkehr und so weiter. Was ist denn das für ein Unsinn? Meine Lieben, bitte wacht auf. Der Islam ist eine Religion des Friedens. Des Friedens, so war das konzipiert. Ja? Wir haben ja schon die Begriffe Islam und Salam. Das Friede ist die gleiche arabische Wurzel, ja? Wir müssen das sehen, das Buch des Lichts, auch als ein Beitrag zum Frieden in der Welt, indem es nicht nur, meine Lieben, die Religionen vereint, sondern auch ihren wahren Kern präsentiert. Nicht, was da im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende drumherum geschrieben, verändert, gefälscht wurde, von kranken Menschen zum Teil, die ja nur wollen, dazu gehören auch die Illuminaten und die Bilderberger, die ja nur wollen, dass die Menschen sich den Schädel einschlagen, ja? Schauen wir doch mal hin, wo ISIS, wo das finanziert wird. Das wird genau von denen finanziert, die vorgeben, ISIS zu bekämpfen. Meine Lieben, wacht auf. Und aufwachen kann man nur, meine Lieben, mit dem rechten Wissen. Also, wir haben Dschihad. Das ist etwas, das Menschlichkeit bedeutet. Es basiert darauf. Ja? Es ist eine Alternative
zu dem, was hier in den kranken Gehirnen unserer Regierung und unserer Politiker geschieht. Ja? Schauen wir uns mal diesen Begriff jetzt in Ruhe und ohne sehr emotional zu werden, obwohl mir das manchmal nicht gelingt, an. Also, wir haben die arabische Wurzel Jad oder Jad. Ja, das ist Mühe, Mühsal. Daher kommt der Begriff Dschihad aus Jad. Mühe, Mühsal. Und wie gesagt und bereits erwähnt, bedeutet Dschihad die permanente Auseinandersetzung des Gläubigen mit den Bösen in der Welt. Aber das ist ein, daraus kann man viel drehen, meine Lieben, und ganz gewalttätige Dinge tun. Wir müssen uns darum klar werden über das islamische Prinzip. Das steht ja mit Dschihad in einer ganz engen Verbindung, nämlich, ich erwähnte es bereits, Salam, Frieden. Frieden ist die höchste Maxime im Islam. Das kann man ja schon am Namen dieser Religion deutlich erkennen. Die entspringen ja der gleichen arabischen Sprachwurzel, Islam und Salam. Frieden erreiche ich doch nicht, indem ich anderen die Köpfe abschneide. Seid doch, kommt doch mal zur Besinnung. Ja? Zum Beispiel haben wir Übersetzungen des Propheten, die ja den Begriff Frieden behandeln. Wahrlich, Gott hat den Frieden zum Gruß unserer Gemeinschaft und zur Sicherheit für all diejenigen gemacht, die unseren Schutz genießen. Der Prophet sagt ganz klar, Frieden hat Vorrang vor dem Wort. Frieden. Nicht mit stumpfen Messern Köpfe abschneiden. Diese Leute werden ihr Karma ernten. Die werden selber Opfer werden. Früher oder später. Darum, meine Lieben, muss der Kontakt oder die Verbindung zu Gläubigen immer mit Frieden beginnen. Und wir auch im Englischen immer, Peace be with you. Ja, Friede sei mit dir. Auch wenn der Meister Jesus zu den Jüngern oder zu anderen spricht, Friede sei mit dir. Ich kann doch nur in einem, ja, ich will sagen, friedvollen, ausgeglichenen, ruhigen Zustand und einer solchen Gemütsverfassung die Wahrheit überhaupt erkennen. Wenn ich zu aufgeregt und emotional werde, erfinde ich plötzlich meine eigene Wahrheit, benutze das Wort, indem ich es verändere und ordne es meinem Verlangen und meinen Leidenschaften unter. Das ist schwarze Magie. Das ist schwarze Magie. Und das wollen wir doch nicht. Schaut doch mal, Sure 10, 25. Und Gott ruft auf zur Stätte des Friedens. Also im Islam hat das Prinzip Frieden ist ganz klar noch mehr Bedeutung als vor dem Wort, vor dem Koran selber jetzt übertrieben gesagt. Ja? Der Islam will, dass Menschen Frieden haben. Das ist der wahre Koran. Ja? Und wenn wir da, meine Lieben, das Dschihad sehen, worüber wir jetzt ja sprechen, diese Auseinandersetzung mit dem Bösen, dann doch nur deshalb, weil man Frieden will. Wie kann ich Frieden erlangen, indem ich den Unfrieden in mir zerstöre? Wie zerstöre ich ihn, das Böse in mir, das in jedem ist, mehr oder weniger? Durch Unterdrückung, da lacht das Böse uns aus, das kommt verstärkt auf andere Seite wieder raus. Durch Beobachtung in der Meditation, da habe ich Schadensaufstellung, da weiß ich, da muss ich noch an mir arbeiten, da und da und da. Diese Dinge steigen auf und sie verschwinden wieder. Sie sagen, hier bin ich und gehen wieder. Und indem wir sie steigen und fallen lassen, gewinnen wir immer mehr Herrschaft über unsere Schwächen. Dazu mag ein Leben nicht ausreichen, das muss ich zugeben. Und deshalb haben wir ja auch Reinkarnation. Also, dieses Dschihad, das hat zu tun mit dem Bösen. Das heißt, auch auf individueller, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher Ebene, politisch, wirtschaftlich, das zum Guten zu verändern. Das Buch des Lichts und seine Zweigschriften lehren, wir müssen unser Geldsystem ändern. Es ist wurscht, wie die Währung heißt.